Taha Al-Jod, 31 Jahre, Iraker und mutmaßliches IS-Mitglied, kurz vor der Urteilsverkündung. Das lautet: lebenslange Haft wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein wegweisendes Urteil, was die Richter heute in Frankfurt verkünden. Es ist das weltweit erste Urteil, mit dem festgestellt wird, dass es sich bei dem Vorgehen des Islamischen Staates gegen Angehörige der jesidischen Religion um Völkermord gehandelt hat. Es bleibt zu hoffen, dass dies ein Zeichen der Hoffnung für die Überlebenden ist. Klare Worte der Oberstaatsanwältin. Rückblick. Fallujah 2015. Hier lebte Al-Jod mit seiner aus Deutschland kommenden Ehefrau. Sie hielten eine Jesidin und ihre Tochter als Sklavinnen. Um die Fünfjährige zu bestrafen, soll er sie bei glühender Hitze im Hof gefesselt haben, wo das Kind verdurstete. Die Mutter des Mädchens ist als Nebenklägerin im Prozess. Weil sie in einem Zeugenschutzprogramm ist, spricht ihre Anwältin. Eine gewisse Genugtuung ist es für sie schon. Es bringt ihr Kind nicht zurück. Aber sie hat auch immer ganz klar gesagt, dass dieses Verfahren Bedeutung für sie hat persönlich, für ihr persönliches Schicksal, aber natürlich auch für die Community. Die Jesiden in Deutschland sind dankbar für den Prozess und das gerechte Urteil. Deutschland hat diese Verantwortung übernommen heute und Straftaten heute verurteilt, die noch nicht einmal in Deutschland begangen worden sind. Aber genau diese Verantwortung ist auch wichtig, oder die Übernahme dieser Verantwortung ist ganz wichtig. Und wir hoffen, dass auch weitere Staaten diesem Beispiel folgen werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat bereits Revision eingelegt.